Obi-Wan Kenobi war einer der weisesten Jedi aller Zeiten. Das und vieles mehr macht ihn zu einem meiner absoluten Lieblingscharaktere. Und deswegen erfährt ihr heute 5 spannende Fakten rund um Obi-Wan Kenobi. Viel Spaß! Hallo Star Wars Fans und willkommen zu den Todesstern News. Das hier ist, wenn es euch gefällt, der Anfang eines neuen Formats. In diesem Format werde ich immer je 5 Fakten zu einem Star Wars Charakter präsentieren. Und es wird auch immer ein Star Wars Legends Fakt dabei sein. Und in die Kommentare könnt ihr dann den nächsten Charakter schreiben. Also das klingt ziemlich simpel, ist es auch, also fangen wir an. Fakt Nummer 1. In Legends wurde Obi-Wan zuerst als Padawan abgewiesen, da er keinen Meister finden konnte. Er wurde zum sogenannten Agrikulturkorps nach Bandomea geschickt. Normalerweise kann man dann keinen Meister mehr bekommen, aber durch Zufall begegnete er Qui-Gon und half ihm, dessen ehemaligen Schüler Xanatos zu besiegen. Dieser war der dunklen Seite verfallen. Und so wurden Qui-Gon und Obi-Wan Meister und Schüler. Fakt Nummer 2. Alec Guinness, der Obi-Wan in den Episoden 4 bis 6 verkörperte, hasste Star Wars. Er war der Meinung, der Film hätte eine schlechte Handlung, schlechte Figuren und lächerliche Dialoge. Und ich muss sagen, als Star Wars Fan tun diese Worte schon ganz schön weh, vor allem da ich ihn als Schauspieler sehr, sehr schätze. Ganz anders geht es da unserem anderen Obi-Wan, nämlich Ewan McGregor, und damit kommen wir zu Fakt Nummer 3. Ewan McGregors Onkel ist Dennis Lawson, der in der Originaltrilogie Wedge Antilles verkörperte. Und witzigerweise ist dieser eine der wenigen Nebenfiguren, die alle 3 Originalfilme überleben. Ewan McGregor ging nur ins Kino, um seinen Onkel zu sehen, fand den Film aber großartig und spielte dann später selber mit. Eine tolle Geschichte. Fakt Nummer 4. Bevor die Episoden 1 bis 3 herauskamen, gab es eine Theorie zu Obi-Wans Namen und den Klonkriegen. Da man damals noch nicht wusste, was die Klonkriege waren, gab es viele Theorien, und das hier ist eine davon. Wenn man Obi-Wan auf Englisch ausspricht, erhält man Obi-Wan. Das One in Obi-Wan könnte man auch als One, also die Zahl 1, verstehen. So, die Theorie besagt, dass es ganz viele Klone von Obi-Wan und damit auch Obi-2, Obi-3 und so weiter gab. Und so entstanden dann eben die Klonkriege. Nach den Episoden 1 bis 3 macht das natürlich keinen Sinn mehr, aber die Idee ist sehr gut und wie ich finde auch sehr kreativ. Also Props dafür. Fakt Nummer 5. George Lucas hatte ein paar sehr seltsame Ideen. In einem frühen Entwurf des Skriptes von Star Wars 6 kommen Obi-Wan und Yoda wieder von der Welt der Machtgeister zurück. Sie sind dann wieder am Leben und kämpfen mit Luke gegen den Imperator. Also ich bin sehr froh, dass diese Idee verworfen wurde. So, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir in die Kommentare, welcher Charakter als nächstes dran sein soll. Und in ein paar Stunden erscheint hier auf diesem Kanal ein kleines Infovideo zu noch einem neuen Format, das euch, also die Zuschauer, sehr stark mit einbezieht. Es hat etwas mit Theorien zu tun, also schaut es euch an. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.